Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier im Zockerstübchen, meine Freunde. Wir spielen jetzt Spider-Man. Und zwar ist das an diejenigen jetzt hier gerichtet, die sich das Spiel nicht selber holen können, wollen oder die keine PS4 haben, aber das Spiel doch gern mal sehen wollen oder die Story halt gern sehen wollen. Und das machen wir hier auf meinem Kanal. Wir spielen so gesehen hauptsächlich die Story hier. Natürlich hier und da mal ein paar Kloppereien so zwischendurch. Es tut mir leid, wenn die Musik gerade ein bisschen zu laut ist, da ich die erst einstellen kann, wenn ich im Spiel direkt drin bin. Deswegen starten wir auch direkt, ja. Wir machen einen neuen Spielstand, natürlich. Wir spielen auf erstaunlich. Wir nehmen den Maximum-Umfang. Bam, bam, bam. Untertitel könnte man für YouTube auch anschalten, würde ich sagen. Auch wenn die Übersetzung wahrscheinlich meistens ein bisschen crappy ist. Und dann geht's jetzt gleich los. Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Ja, und das war das Intro. Ja, schon mal, ich find's eigentlich ziemlich geil, ja. Das Schwingen hier durch die Häuserschluchten ist natürlich, es ist einfach ultra geil. Hallo? Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid, ja. Ich war gerade beschäftigt, persönliches Problem. Ich komme sofort, versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Also, ich habe das Spiel ja schon ein bisschen gespielt. Ja, ich muss sagen, storytechnisch und so. Es ist sehr abwechslungsreich und man kann. Und man kann hier so viel erledigen. Es ist einfach nur richtig geil. Mehr Leute!
Leute! 10:32, Times Square, Officer unter Beschuss! Zeit für den Rambock. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Vorsicht, ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Der nächste bitte. Ich finde das Spiel sehr cool. Verstärkung. Jetzt knallt ihr doch ab! Wow, Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. So, bam, Junge. Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Yuri? Yuri! Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Ach, durch diese Häuserschluchten. Wir werden auch dann mal einen kleinen höheren Ort zum Besichtigen der Stadt zu mal ein bisschen aufsuchen. Und regelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Na los, aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Los hier, Spider-Man! Wir schaffen das! Das wird dir das Maul stopfen. Hallo, ich mach doch schon was in. Ja, ist doch okay. Ich weiß das doch schon alles. Schlechte Nachricht! Wir müssen die Tipps ausschalten. Ihr schafft das nicht, Kumpel! Was will Spider-Man hier? Er wird alles vermasseln! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Er macht dich kalt, wenn du runterkriegst! Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. So, mit der Fokusleiste, ja, um es gleich mal zu erklären, kann man sich zum Beispiel auch heilen. Oder halt gewisse Sachen dann später damit noch anstellen. Ja. Wir werden natürlich jetzt nicht zu viel spoilern. Das Kampfsystem an sich ist... Ja, ist schon klar. Ja. Dankeschön. Moment. Wir werden jetzt erstmal... Es gibt auch einen Fotomodus. Den könnt ihr zu jeder Zeit so gesehen direkt Pause drücken und ihr seid so gesehen könnt direkt... Ja, wenn ihr eine geile Szene habt, ja, egal was ihr möchtet, halt... Ich muss noch mal beim Audio Gesamtlautstärke ein bisschen runterdrehen.
da wir sonst hier vielleicht ein Problem bekommen. Die Musik generell noch ein bisschen runter, genau. Grafik war Bewegungsunschärfe. Die nehmen wir mal ein bisschen runter. Ja, guck mal, Filmkronen nehmen wir auch ein bisschen runter, damit es ein bisschen klarer alles aussieht, ja, ne? Halt. So. Man sollte es nicht zu weit runterstellen, denken, weil. Ja. So ein bisschen Bewegungsunschärfe ist okay. So, Spiel haben wir hier noch. Bam, bam, bam. Blickempfindlichkeit. Noch ein Stück hoch. Ah, immer dieses Einstellen. So, ja, das können wir jetzt alles so lassen. Runter, runter, runter! Ich muss die Schützen ausschalten. Na, hallo? Macht er nicht, okay. Man kann mit dem Netz halt auch sehr schnell auch Situationen entschärfen, halt, was man so seine Netze hat. Man hat doch dann später verschiedene Netzfähigkeiten, wie man es wahrscheinlich schon kennt. Und das ist schon ziemlich endgeil, muss ich sagen. Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn dingfest machen wollen. Okay, auf in den Serverraum. May, ruf an. Ich geh besser ran. Hallo, Tante May. Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wolltest du fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt? Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Lass nicht wahr sein. Ja, ich weiß, dass ich Finisher ausführen kann. Dankeschön. Bam, erstmal ein Roundhouse-Kick in die Fresse. Mach mal eine Pause. Und der nächste. Na, denkt ihr über euer Leben nach? Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Schwärmt aus. In der Luft kriege ich ihn nicht. Mach ihn endlich fertig! Wuhu! Bam, Junge! Und ich finde auch die ganzen Moves, das sieht alles so flüssig aus. So, das ist einfach alles geil. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da ist er ja. Ha, mein kleiner Privateingang. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Und die Missionen sind echt... echt relativ... also sehr, sehr, sehr unterschiedlich auch. Wenn sie so nichtsahnend sind. Bin ich hier beim Support? Ich hab mein Passwort vergessen. Spider-Man! Hörst du nicht in die Konstruktion? Haltet ihn auf! Hallo, ich hab... Stoppt ihn, das System löscht! Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Was für ein Spaß! Wer bis der Fisk in die Quere kommt, stirbt! Ups. Ja, passiert.
Man stirbt relativ schnell sogar bei Spider-Man. Also, da sind nicht viele Fehler erlaubt. Sorry, Zen. Ja. Hier beim Support? Ich hab mein Passwort vergessen. Spider-Man! Hörst du nicht an die Kontrolle? Haltet ihn auf! Komplette Löschung steht bevor. Stopp ihn, das System löscht noch. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Manchmal stehen die Gegner auch alle ein bisschen doof und ja, manchmal läuft es halt dann einfach besser beim zweiten Versuch. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf, sofort! Um geht ihn! Verstört alles! Sieh dich um! Mein Werk! Was hast du jemals Großes vollbracht? Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Das hat weg. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt es an. Tja, dann mach dich besser bereit. Keiner! So, da heilen wir uns mal wieder hoch. So. Yuri, eine Explosion! Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns! Verdammt! Du willst mehr? Ich glaube, das waren alle. Der Weg ist frei. Los! Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Hilfe! Ist da jemand? Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Leute gehört. Ich werde sie finden. Spider-Man! Wir können nicht weg! Wir sitzen fest! Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Los, los, los! Vielen Dank. Er hat's geschafft. Verschwinden. Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Verdammt. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Oh oh. Achtung! Halt sie doch endlich ab! Jetzt ist Schluss! Mehr Raketen? Bisschen übertrieben, oder? Nationaler Raketentag oder so? Erwischt! Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen?
Nur die Ruhe. Jeder bekommt was ab. Angriffe gefällig. Lasst euch nicht erwischen. Okay, alles klar. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Absolut geil. Ich mag das einfach bloß so. Ja, ich weiß schon. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Erstmal die gefährlichen Typen. Hey Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Guten Tag. So. Fisk. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Schlösser backen. Wird nachgeladen. Was machst du da? Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Dein Bestes! Das ist meine Chance. No. Abschaum dieser Stadt! Das Gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! An alle Zugriff! Der Luftkäfig hier! Beenden wir das! Ich mache diesen Mist! Yeah.
Elende Nervensäge! Einen Moment. Es ist gleich vorbei. Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt! Ein Monat! In einem Monat willst du mich wieder zurück! Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. So, und das war so gesehen das Intro für Spider-Man, ja, das war der erste Bossfight so gesehen und jetzt kriegen wir hier Fertigkeitspunkte, aber das geht dann erst in der zweiten Folge dann weiter, denn wir sind jetzt bei 30 Minuten, so im Schnitt sollten die Folgen dann so sein und ihr seht jetzt schon mal hier mal ein bisschen was von Manhattan, ja, absolut geil. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ja, wie immer, lasst mir bitte gerne ein Däumchen da, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch vielleicht von diesem Let's Play so wünscht, was ihr vielleicht sehen wollt und, ja, könnt ihr mir alles in die Kommentare packen und ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, auf Wiederschauen und reingehauen. Ihr hattet ja keine Ahnung. Oh ja, Baby. Es tut mir leid, ich wollte es mal richtig sehen. Oh. Geil.